Willkommen im Astro-Kanal von astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Wir haben 13 verschiedene Fragen oder Probleme von Einsteigern zusammengestellt, die wir auf dem Alltag gestellt bekommen. Und hier gibt es natürlich die Antworten. Da das Video sonst zu lang werden würde, gibt es diesmal zwei Teile. Sie sehen jetzt den zweiten Teil mit den Fragen 8 bis 13. Wenn Sie lieber erstmal die Fragen 1 bis 7 sehen wollen, finden Sie das entsprechende Video verlinkt. Sie können die beiden Filme aber auch unabhängig voneinander anschauen. Legen wir los. Der Planet wirkt unscharf und wackelt im Teleskop. Was Sie hier sehen, nennt man Luftunruhe oder Seeing. Unterschiedliche Luftschichten in der Atmosphäre lenken das Licht des Objekts ab und lassen es zittern oder es verschmiert. Bei höheren Vergrößerungen sieht es dann wie Unschärfe aus. Das Seeing ist ein normaler Vorgang und kann sich von Nacht zu Nacht unterscheiden. Das heißt, in manchen Nächten ist die Luftruhe besser als in anderen Nächten. Dann können Sie mit Ihrem Teleskop besonders hoch vergrößern. Ein wichtiger Faktor ist außerdem das Tubus-Seeing. Darunter verstehen wir Luftturbulenzen innerhalb des optischen Tubus. Die entstehen, wenn das Teleskop noch nicht richtig an die Umgebungstemperatur angepasst ist. Lassen Sie das Teleskop etwas länger auskühlen und verwenden Sie in Nächten schlechter Luftruhe lieber eine kleinere Vergrößerung. Warum sehe ich Sterne immer nur als Punkte, selbst bei hoher Vergrößerung? Stellen Sie sich vor, Sie beobachten den Jupiter. Schon bei kleineren Vergrößerungen sehen Sie, dass er eine Scheibe ist. Jupiter ist aber nur 780 Millionen Kilometer entfernt und damit vor unserer Haustüre. Unser hellster Stern Sirius ist 8 Lichtjahre entfernt und damit unvorstellbar weit entfernt. Obwohl ein Stern größer ist als ein Planet, erscheint der Stern für das Teleskop unendlich klein. Selbst das beste Teleskop zeigt den Stern nur als Punkt und kann die Oberfläche nicht darstellen. Bei Beobachtungen außerhalb des Sonnensystems kommt es daher eher auf die Emissionsnebel an, auf Kugelsternhaufen und auf die Galaxien. Ich habe mir den Sternenhimmel faszinierender vorgestellt und jetzt bin ich enttäuscht. Bilder von Raumsonden oder den größten Teleskopen der Welt sind ohne Frage faszinierend und zeigen das Universum in den tollsten Farben. Doch sie geben nicht das wieder, was wir mit einem Teleskop mit dem Auge wirklich erkennen können. Das sind nämlich alles nur Fotos, die teilweise lange belichtet wurden. Aber unser Auge sieht ganz anders. Die meisten Objekte wie Nebel oder Galaxien sehen wir farblos, weil unser Auge in der Nacht mit den Stäbchen sieht, die für das Hell-Dunkelsehen verantwortlich sind. Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, was wir sehen und versuchen, in den Objekten Details zu erkennen. Machen Sie sich bewusst, was Sie sehen, was dahinter steckt. Beobachten Sie vielleicht gerade eine Galaxie? Diese beiden hellen Galaxien sind Systeme wie unsere Milchstraße und etwa 10 Millionen Lichtjahre entfernt. Voneinander trennen sie etwa 100.000 Lichtjahre. Beide Galaxien haben eine gemeinsame Geschichte, denn vor gut 600 Millionen Jahren sind sie eng aneinander vorbeigezogen. Gezeitenkräfte rissen M82, einst Gas und Sterne aus den Bahnen, veränderten die Galaxie völlig und kurbelten massiv Sternentstehungsgebiete an. Es sind keine Fotos, die wir betrachten. Wir finden weit entfernte Objekte, die eigentlich immer da sind und die wir normalerweise doch nicht wahrnehmen. Und wenn Sie sie durch ein Teleskop betrachten, dann sehen Sie das Universum live und mit eigenen Augen.
Sterne sehen immer aus wie Donuts und einem Loch in der Mitte. Wenn das so ist, in dem Fall haben sie noch nicht den richtigen Fokus gefunden. Sterne sind niemals flächig, wenn wir sie durch ein Teleskop betrachten. Wenn das so ist, drehen sie am Okularauszug, bis die Sterne ganz klein erscheinen. Erst dann ist das Okular scharf gestellt. Wie genau muss ich mein Teleskop für die Beobachtung einordnen? Immer wieder hört man, man sollte das Teleskop einordnen für die Beobachtung. Doch der Himmelsnordpol ist etwas weniger als ein Grad vom Polarstern entfernt. Brauche ich dann einen Polsucher? Und wie kompliziert ist es tatsächlich, bis ich mit meinem Teleskop beobachten kann? Kein Stress, erstmal tief durchatmen, alles kein Problem. Astro-Einsteigern geht es erstmal nur um die visuelle Beobachtung. Da reicht es völlig aus, wenn Sie Ihre Montierung grob auf den Polarstern ausrichten. Vergessen Sie den Himmelsnordpol. Visieren Sie einfach so ungefähr den Polarstern an, bis er im Polsucher zu sehen ist oder die Stundenachse grob auf den Polarstern weist. Stellen Sie die RA-Achse der Montierung in diese Stellung, so dass sie nach Norden zeigt. Drehen Sie dann an der Polhöhe und den Azimutschrauben, bis Sie den Polarstern sehen. Das reicht völlig für die visuelle Beobachtung aus. Nun können Sie das Objekt durch das Drehen der RA-Feinbewegung lange genug im Gesichtsfeld halten. Erst bei der Astrofotografie sind die Anforderungen dann höher. Sollte ich meine Optik reinigen? Sehr selten. Wenn Sie mal wieder die Putzwut so richtig packt, dann lassen Sie das lieber als Einsteiger nicht an Ihrem Teleskop aus, denn das mag es nicht so gerne. Und bloß nicht nachts mit einer Taschenlampe in das Teleskop leuchten. Da sieht alles nämlich noch viel dreckiger aus, als es in Wirklichkeit ist. So ein Spiegel, eine Linse, das sind äußerst präzise gefertigte Bauteile und auch empfindlich und sie verkratzen recht schnell. Weniger ist da auf jeden Fall mehr. Eine Optik muss in der Regel nur alle paar Jahre einmal gereinigt werden. Deshalb achten Sie darauf, dass Sie Ihr Teleskop immer mit den Staubkappen schützen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Freude mit Ihrem Teleskop und bis bald.